Hallo Leute und willkommen zurück zu DotHack. Ja, was machen wir heute schöner? Wir gehen das erste Mal in die Welt. Gut, im Board steht nichts Neues, also locken wir uns ein. Wir gehen dorthin, wo ich das letzte Mal aufgrund von Zeitgründen nicht mehr hin wollte. Denn ich nehme. Denn es hebt mich immer so ziemlich. Sozusagen. Ich nehme das immer nur kurz vorher auf. Aber was ich. Wo. Ah, da. Was ihr dann am Wochenende seht, wird immer kurz vor dem Wochenende aufgenommen. Das heißt, ihr könnt mir jederzeit Tipps geben, aber. Ja, jetzt habt ihr das Spiel schon mal durchgespielt, jedenfalls den zweiten Teil. Dritten noch nicht. Dritten habe ich zwar gespielt, aber ab irgendeiner Stelle, ich bin im falschen Server. Ich muss in den Sigma Server, ich glaube das ist der Sigma Server. Im dritten habe ich nie durchgespielt, da war ich. Bin ich irgendwo in der Mitte gehangen wegen der Viruskerne und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock mehr, muss ich sagen. Gut, dann warten wir uns dahin. Denn wir haben im letzten Part die entsprechenden Viruskerne zusammengesammelt. Sollte also alles. Ja, sehr schön. 2B-Viruskerne. Wir können uns schon reinhacken. Hacksequenz starten. Ja, los geht's. Cool. Ja. Und Matrix. Wie immer, ja, Matrix. Cool, das ist ein Großvater drin, hoffentlich. Ich schau mal, ob ich was mit hab zum Reinwerfen. Mich würde mal interessieren, wenn ich eine Goldaxt reinwerfe. Dann sage ich, habe eine Goldaxt reingeworfen, was ich dann bekomme. Okay, ich habe Shirogane oder die Wanderschuhe. Irgendwie will ich die nicht reinwerfen. Und die irgendwie da werfen wir die, oder? Ich will die irgendwie nicht reinwerfen. Die haben den. Okay, ja, dann haben wir die rein. Was soll's? Vielleicht komme ich hier die Gegend. Oh mein Gott, sind das so einer. Nicht mal Großväterchen. Nein, ich habe gar nichts dabei, das gehen wir schon. What? Let's see. Okay, das ist ein Level 3 Monsieur. Mal schauen, was wir bekommen. Scheiße, ja, das ist natürlich blöd. Aber das kann natürlich auch passieren, im Glücksspiel. Jetzt schauen wir mal, was hier so für Gegner sind. Schau ich jetzt mal diesen Monsterportal. Eine Schatzkiste. Danke, Monsterportal. Danke, das. Ja, super, und da ist dann hier eine Rüstung drin. Die schaue ich mir gleich mal an. Kann ich die ausrüsten? Nein, kann ich nicht. Dann nenne ich Status. Gegenstände. Geistrüstung. Wären nur für Parcours. 15.1.1. Schauen wir mal die Ausrüstung jetzt zum Blackwurst. 14.1.1. Gute Gemme. Du hier! Ah nein, nicht Untrank. Geistrüstung, ja. Hey, you read my mind. Genau das hat sie sich gewünscht. Das freut mich aber. Da geht's rein. Und da unten wartet sich wieder so ein virusinfiziertes Monster. Ich kann. Ja. Machen wir fertig. Und eine Kiste. Schöne Begrüßung. Steinsturm. Und noch irgendein Steinzauber. Nein, noch. Ja, sei da noch irgendein Steinzauber.
Und was erwartet mich hier von Monster Skills? Stirb! Stirb! Ich sagte stirb! Die haben Dornentoleranz. Und bei Gott schläft. Na, gute Nacht. Ich benutze eine Feenkugel. Ja, die Feinde hier sind nicht stark. Moment. Und geht. Sind überhaupt nicht stark hier. Sein Todesstrahl. Der ist wieder tot. Das war's. Jetzt der Mond. Irgendwer. Nee, keine Schatztruhe entlassen. Schade, schade. Gut, dann gehe ich auf die andere Seite auch noch. Wenn die Monster hier so schwach sind, ist es eine gute Gelegenheit, denke ich, wieder mal alle Dungeon-Portale zu öffnen. Glückstrahl! Und ein Bärenkalzen-Ei steht da hinten, ein Waldhelm. Sehr schön, Waldhelm. Was kann der Waldhelm? Schauen wir gleich mal eine Nicht-Status-Gegenstände. Waldhelm! Aha. Interessant. 15.1.1. Kann ich nicht ausrüsten, deshalb wieder Status. Schauen wir uns jetzt da. 5.11. Okay, die ist besser. Aber Genauigkeit des Ziels wird erhöht. Jetzt könnte sie mal zaubern. Gross. Skill. Abtorf. Auf mich. Abtorf. Auf sich selbst. Sehr schön. Können wir gut gebrauchen. Keine Ahnung, was da kommt. Aber wir haben jetzt eine bessere Treffsicherheit. Skills! Nein, ich wollte Skills sagen. Skills! Sehr schön. Der stirbt auch. Stirb, stirb, stirb. Sehr schön. Da hinten hat einen riskanten Schatz verloren. Also Glückstrahl. Eine Magierseele. Und was haben wir da vorne? Da haben wir auch noch nichts. Der Mond. Dann kann man den Gegner einschläfern. So. Der Gehängte. Und weiter. Und geht's. Das ist kein Teil ausgehen. Ja, die können nervig sein. So Zauberviecher. Stefan ein und den machen wir fertig. Ich heiße nicht Teil Doom. So. Ich bin hier der fast Tote. Ah nein, ich gegen Kills. Oh la Web. Hep. Gegenstände, Glücksrad. Baumkette. Okay, dann kann ich ausrüsten. 2 Sek. Haben wir meine jetzige Ausrüstung? Ich habe die Baumkette schon ausgerüstet. Sehr schön. Dann. Feenkugel. Wieder mal. Okay, dann schauen wir zuerst geradeaus weiter. Magierseele. Sehr schön. Zum Heilen Fliesbe. Oh, Skill. Geh gleich mal auf dieses Ding da los. Das Ding hat Feuertoleranz. Also wäre es schön, wenn ihr Wasserangriff benutzt. Und ich müsste mich heilen. Oh, Lava. Hep.
den habe ich, gegeben. Da steht Bärenkatzen. Soll ich mir... Ah nein, ein junges Ei ist das. Dann zurück und dann nach Richtung links von mir aus gesehen. Hier lang also. Das ist auch ein Forst. Und goldenes Ei. Ja nicht. Ich will zuerst die Schatztruhe aufmachen. Gegenstände. Musste noch, ja, genug Eisfluss haben. Hier bitte für dich. Gut. Eisfluss. Warum stirbt das Ding nicht? Gut, das war's mit dem Ding. Dann hier noch weiter. Nein, ich will nicht mit dir reden. Oder dir handeln. Kanat. Und Kisten zerstören. Gegengift. Gut, Heilung. Und Gegengift. Nein. Nein, ich habe leider keins davon gefunden. Ich würde gerne eines geben. Ich werde, solange ich wie auch schon mir Ultima Pasta, glaube ich, geschrieben habe, ab dem dritten Teil von der Tech wahrscheinlich, sobald ich ihn habe, halt weiß man benutzen statt Elf, da er einfach meiner Meinung nach der stärkste ist. Weiß man ist einfach der beste, was markieren geht. Der beste Wave Master sozusagen. Und ja, ich mag Elk lieber als Mistral, deswegen nehme ich immer Elk mit. Falls sich das schon gefragt hat, auch. Ich mag Mistral aus irgendeinem Grund nicht wirklich so gern. Nehmen sie nur mit, wenn er nicht kann. Gezwungenermaßen, also sozusagen. Da, das macht ihr schon. Ich schau mich hier dabei um. Nein! Ich werde wieder, Alter! Alter, ey. Was soll der Scheiß? Und irgendwas im Level gestiegen, sehr schön. Kisten! Makanate! Und? Hier bei groß ist dann schon gerade an der Rückstehen. Sehr schön. Weiter. Oh. Oh, la. Alle heilen. Ihr seht, was da vorne kommt. Ich habe Angst vor dem. Da kommt sich irgendwie ein Unbeendgänger. Deswegen. Nein, 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 nicht Skill. Stärken. Wieso zur Hölle benutzt Elk Quellwasser? Okay, gut. Bei Groß darf uns schnell gucken. Gut, das reicht. Und abmarsch rein zum Endboss. Ich denke, dass hier ein Impuls ist. Was zur Hölle, wer ist das? Das Typ? Ach du Scheiße! Sorry, did I wake it? Was ist mit dem Typ? Hallo? Typ? Oh, no, no, no! He's getting beat up! Der Typ wird voll verprügelt, Skills. Ach du Scheiße, Gegenstand.
Wundtrank. Wundtrank. Oh! Okay. Der hat eine Feuerschwäche. War ziemlich einfach, also. Just can in. Hat er noch immer, der hat noch immer eine Feuerschwäche, bin ich mir sicher. Also benutze ich jetzt Brandras! Und nochmal! Why are you in the way? Are you Mr. In the Way? Es geht mit dir, Drew. Hello. Do you have End? Was geht mit denn? Someone give me End. Was geht mit dem Typ? Schaut euch den Typen an, wie der ausschaut. Hey, are you alright? Den Typen klingt's auch nicht ganz gut. What was that? It didn't look like a regular player. Das kann er auch sagen. Maybe Leos would know something. Let's go back to the town. Gut. Weil um das klarzustellen, wir arbeiten für den Typen, aber wir müssen uns trotzdem selbst reinhacken. Der kann sich die Passwörter für die verschlüsselten Gebiete. Und ich habe eine neue E-Mail. Bist du Leos? Nein, du bist nicht Leos. Welcher war nochmal Leos? Ich glaube der Waffenhändler. Wenn ich mich richtig erinnere. Weg da, bitte. Okay. Das war nicht Leos. Komisch. Ich habe mir gedacht, dass das Leos ist. War das denn der vielleicht? Na, ich verkaufe es erstmal. Was war das nochmal? Ne, das ist der Schwächere. Den verkaufe ich. Den verkaufe ich auch. Und den Eichen geht glaube ich auch. Sonst habe ich eh nichts. Ich glaube, Dios hat mir da, glaube ich, gerade eine E-Mail geschickt. Warst du vielleicht Dios? Nö, du warst auch nicht Dios. Wie Zeit haben wir noch überhaupt für den Part? Noch 2 Minuten. Dann würde ich sagen, ich speichere noch. Nein, ich will nicht reden. Ich will speichern. Gut. Speichern und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir E-Mails lesen. Oder nee, das machen wir noch schnell. Lesen wir noch schnell die E-Mail. Gruppe auflösen. Thanks for the... Gut, dann auslocken. Wir lesen noch die E-Mail und dann machen wir Schluss. Wart haben wir eh noch nichts Neues. Schauen wir mal. Neue E-Mail von Dios Bericht. Berichtet die Ergebnisse deiner Untersuchungen in Sigma Root Town. Da war ich gerade. Trottel. Gut, wir gehen dann wieder zu Root Town und wir sehen uns beim nächsten Mal dort. Bis dann, Leute, und ciao.